beim Abwechseln gegangen. Immer das Gleiche und so. Und ich war jetzt bei allen drei dabei. Und ich muss sagen, ich kann mir gut vorstellen, auch beim nächsten Jahr wieder mitzumachen. Es ist bis jetzt eine absolut umfängliche Betreuung. Und es ist alles sehr professionell. So ein bisschen in meinem Ungewissen bin ich gesehen. Aber ich muss sagen, ich bin eigentlich, ja, es tut mir sehr gut. Lustig haben, lachen. Und vor allem Ausflüge machen. Könnt ihr euch noch informieren, was wir heute Tag hier unternehmen und wann wir abfahren? Also es ist so, wir gehen heute auf den Sattel rauf, ins Hochstückli, und gehen dort über die längste Hängebrücke der Welt. Es war genial. Wirklich. Sagen wir so, ich habe die Augen zu und da ist es eigentlich besser gegangen. Ich bin überrascht, dass sie so weit ist, so lang ist. Und es war top. Die Hängebrücke war wirklich genial. Das hat mich schon imponiert, was hier die Schweizerische MS-Gesellschaft auf die Beine gestellt hat mit diesen Lagers. Weil es geht immer gut und es ist nie etwas passiert, dass man... Und ich finde, dass ich bewundere das jedes Mal, dass die Lager so gut durchziehen können. Und bewundern auch alle freiwilligen Helferinnen, die kommen. Ja, dass verschiedenste Leute zusammenkommen. Vom Alter her sind es total verschieden, von der Berufs... Gattige her nehme ich an, sind total speziell und verschieden. Und wie das harmoniert, das ist einfach etwas so Schönes.